Hallo und herzlich willkommen bei Vergangen und Vergessen. Heute habe ich euch ein Horror-Adventure mitgebracht. Das stammt vom tschechischen Entwickler Future Games und wurde von DTP Entertainment gepublished. Das Spiel erschien 2004 für den PC. Der Originaltitel heißt übrigens Posel Smrti, zu Deutsch der Todesbote. In Black Mirror spielt man den jungen Mann Samuel Gordon, der aus der adeligen britischen Familie Gordon stammt. Bis vor einigen Jahren wohnte er mit seiner Frau auf dem Familiengut Black Mirror, was zu Deutsch Schwarzer Spiegel heißt. Allerdings stirbt seine Frau bei einem Brand und Samuel Gordon verlässt daraufhin das Schloss und seine Familie. Knappe 12 Jahre später erfährt Samuel nun, dass sein Onkel Selbstmord begangen hat. Zur Beerdigung reist er zu seiner Familie zurück und stellt fest, dass sich eigentlich kaum etwas verändert hat. Nur an den Freitod seines Onkels kann er nicht so recht glauben. Durch Nachforschungen, die Samuel dann anstellt, findet er nach und nach die finsteren Geheimnisse seiner Familiengeschichte heraus. Das Gameplay von Black Mirror ist das eines typischen Point-and-Click-Adventures. Der Mauszeiger wird rot, wenn man mit Objekten interagieren kann. Dabei unterscheidet sich allerdings, mit welcher Maustaste man interagiert. Links ist die kontextsensitive Interaktion, also sowas wie nehmen, betrachten, sprechen und so weiter. Mit der rechten Maustaste dagegen wird das Objekt noch genauer untersucht und so können zusätzliche Informationen gewonnen werden. Es gibt in Black Mirror aber nicht nur die Standard-Kombinationsrätsel, sondern auch sowas wie Schalterrätsel oder Puzzle. Das Inventar befindet sich sehr praktisch am unteren Bildschirmrand und wird dann eingeblendet, wenn man mit der Maus in die Nähe kommt. Ja, ich habe es gesehen. Bei Dialogen können die Gesprächsthemen durch Bilder gewählt werden und auch der Gesprächsverlauf kann oft beeinflusst werden, je nachdem, ob man eine positive oder negative Antwort wählt. Diese Auswahl ist oft allerdings nicht so wirklich eindeutig. Außerdem fällt beim Spielen auf, dass man oft sehr viele Räume gleichzeitig betreten kann. Dadurch werden die Rätsel schwieriger, aber auch die Laufwege länger. Zum Glück gibt es aber eine Schnellreisekarte oder auch die Möglichkeit, via Doppelklick die Räume schnell zu wechseln. Leider fehlen bei Black Mirror richtige Hotspots. Mit Hub lassen sich nur Raumwechselmöglichkeiten anzeigen. Die Gegenstände werden nicht markiert. Und es gibt dann noch ein paar weitere Mankos am Gameplay. Es kann nämlich passieren, dass man in eine Sackgasse gerät und nicht weiterspielen kann. Darum sollte man darauf achten, möglichst viele unterschiedliche Savegames anzulegen. Ach ja, und außerdem gibt es bei Black Mirror sehr überraschende Tode. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Die Grafik von Black Mirror ist einigermaßen gut gealtert. Das liegt vor allem an den vorgerenderten Hintergründen. Die Figuren sind auch in 3D modelliert, allerdings gibt es kein Anti-Aliasing, was die Kanten sehr hart und pixelig erscheinen lässt. Auch die Auflösung ist nicht gerade groß, 800x600 Pixel, mehr geht hier nicht. Nichtsdestotrotz ist das Spiel immer noch sehr ansehnlich. Bevor mich jemand sieht, ich komme später zurück, wenn sich hier wieder alles beruhigt hat. Ich sollte jetzt lieber gehen. Musik besitzt Black Mirror leider praktisch keine. Dafür werden die Szenen mit passend atmosphärischen Klängen unterlegt. Der große Bonus sind allerdings die Synchronsprecher. Samuel Gordon wird nämlich von der ehemaligen deutschen Synchronstimme von Johnny Depp gesprochen. Und das auch nicht ohne Grund. Die Figur des Samuel Gordon wurde nämlich einigen Rollen von Johnny Depp nachempfunden, wie zum Beispiel die aus Neuen Pforten oder Das geheime Fenster. Ich höre. Auf dem großen Stein da drüben auf der linken Seite ist eine Art Symbol. Ja, ich habe es gesehen. Möglicherweise ist es schon seit Jahren hier, vielleicht sogar noch länger. Das glaube ich nicht. Warum sagen Sie das? Und auch die anderen Rollen im Black Mirror wurden sehr passend und gut vertont. Außerdem, ich habe ein solches Symbol schon mal gesehen. Tatsächlich? Wo? Black Mirror ist vielleicht nicht das schönste, aber dafür das spannendste und packendste Adventure, das ich bisher gespielt habe.
Es überzeugt durch geniale Synchronsprecher, eine gut durchdachte, gruselige Story und pfiffige Rätsel, die nie unlogisch werden. Ich denke, Black Mirror ist für Adventure-Fans auf jeden Fall einen Blick wert, da momentane Spiele dieses Genres eher auf Slapstick-Humor und nicht mehr auf spannende Storys setzen. Schaut euch das Spiel also mal an, für ein paar Euro seid ihr dabei und unter Windows 7 funktioniert es auch noch ohne Probleme. Das war's mal wieder von mir, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen.